Ja, hallo und herzlich willkommen auf Metin 2D Hybris. Ja, der erste Part von mir, das Let's Play geht jetzt weiter. Ich führe es fort. Und ja. Ich habe mir gedacht, wir leveln mal in dem Part ein bisschen und farmen und was auch immer. Ja, ich denke mal, ich werde hier unten mal ein bisschen leveln und ja, mal abreiten, ob Mädchensteine da sind. Können wir mal einen Bioport reintun. Ja, ich habe mir gerade noch eine kleine Speedrüstung gekauft, dass wir nicht so langsam unterwegs sind. Und ja, ich habe mir noch ein Experience geholt. Dann sollte das mit dem Leveln auch ganz gut klappen, da wir hier noch die zwei VMS haben. Und ja. Ich habe mir das Equipment noch gar nicht ganz angeguckt. TP-Equipment. Oh, die ist sogar plus 7, die Kette, das ist nice. Ja, die Kriegssensor habe ich auch noch plus 6 gehabt. Aber ich denke mal, hier Meetings finden ist eh nicht so einfach. Ich denke mal, das wird hier überall überfarmt sein. Ich bin jetzt erstmal auf Hybris generell. Ich habe hier. War hier noch nie eingeloggt. Ich habe vorhin mal eingeloggt, wie mir Tobi den Account gegeben hat. Und ja. Level 28. Der war Mentor, da habe ich auf Körper umgeskillt, weil ich zum Farm auf jeden Fall den Damage will. An 35er mit ihm. Okay, damit ist jetzt nicht so wirklich. Wir können mal die Experience einfach mal reintun. Ja, wenn wir 30 sind, werde ich mir eine Buff erstellen auch noch und die dann ein bisschen leveln offscreen. Ich habe vor, den Char auf 42 zu ziehen und mit den dann ganz gut OTM zu schaffen und Iceland und den halt von da aus aufzubauen, dann auf 61 und ja. Mal gucken, wie das so wird, wie gut das klappt. Bisschen Geld haben wir ja noch, aber ich denke mal, das Equipment ist ganz okay für den Anfang. Das sollte ganz gut klappen. Die Rüstung ist auch nicht schlecht. Und mit 30 bekommen wir auch noch Segis, vielleicht können wir, weiß ich nicht, ob wir die damit uppen. Aber das werden wir dann sehen. Pots aufheben. Ich meine, wir haben Autopot, aber trotzdem. Ich denke mal, ich werde eh alles mitnehmen und dann verkaufen. Ja, der Mädchen geht ja ganz okay runter. Ich habe mir schlimmer vorgestellt. Jo. Und ja. Wenn ihr mal ein Thema für mich habt, schreibt es gerade in die Kommentare, wenn ihr irgendwas über mich wissen wollt. Schreibt es gerade in die Kommentare, wenn ihr meine Meinung zu irgendwas wissen wollt. Schreibt es gerne in die Kommentare, ich erzähle euch gerne alles. Fast alles. Und ja. Ich bin jetzt einfach mal Channel 5 eingeloggt, weil vorhin war Channel 1 einer. Aber wie gesagt, ich bin jetzt erstmal auf Hybris. Ich freue mich, dass ich hier weitermachen kann. Und ja. Der Metin nähert sich dem Ende. Ganz gespannt, was wird kommen. Komm schon, komm schon. Ah, wenigstens ein FB und Drachen schießen. Ja, super. Richtig Bombe. Jetzt gehen wir einfach mal dahinter, weil da stehen manchmal auch Metins. Ich denke, da sollten Metins auch stehen. Oh, hier stehen. Ah, da ist ein brutaler Mob. Grausam, hoffe mal, der tötet mich jetzt nicht. K
Kann der Bogi mal stehen bleiben? Ey, geh weg. Oh, hier kann man auch verkaufen. Oh, scheiße, die habe ich nicht bekommen. Schade, schade. Okay, ich glaube, der Typ ist hier eh alles abgelaufen. Dann level ich hier einfach mal. Ich weiß nicht, was besser ist zum Leveln. Der Tipp oder der Plus 6 mit einem KTP. Ich lasse den Dev jetzt einfach an, weil TP haben wir eigentlich ganz okay. Ich bin mal gespannt, was wir im OT dann schaffen mit Level 30. Den Tiger, der gibt noch XP. So. Ja, laufen wir einfach mal hinter. Gucken, vielleicht hat er ja den Mara da gar nicht nach den Mädchens geschaut. Aber wir sind ganz schön langsam unterwegs. 146 Bewegungsspeed. Nicht so viel. Ich bin auch mal gespannt, wie das dann mit den FBs ausschaut. Generell mit den Skills. Ich habe auf Deimos auch noch einen Account. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr lieber Deimos sehen wollt oder lieber Hyperis. Weil sonst würde ich halt schauen. Ah, das ist ein Mädchen. Und Botter. Den klauen wir. Oh, scheiß Botter. Oh, alles weg. Ja gut, dann kannst du halt nichts machen gegen Botter. Ich glaube, das ist auch... Okay, der läuft dahinter. Vielleicht ist er da hinten noch ein Mädchen. Wo läuft denn der dahin? Tatsache, da ist noch ein Mädchen. Dann unterstützen wir mal den Bot. Und hoffen natürlich, dass wir das FB droppen und er es nicht aufhebt. Ja, Bot, da habe ich auch gefressen. Okay, früher habe ich, muss ich zugeben, mal gebottet, aber da war ich auch noch dumm und ja. War mir scheißegal, ob ich gebannt werde. Aber das ist mir jetzt nicht mehr und ja. Das war einfach blöd. Ich meine, es hat sich zwar rentiert, klar, aber das ist ja nicht der Sinn vom Spiel. Aber wenn überall Botter sind, dann. Ah, wir haben das FP bekommen. Tja, gelitten, würde ich mal sagen. So, natürlich nur Crap FP bekommen. Jetzt kommen wir hier nicht runter, ey. Boah. Ja, ich ziehe die Ohrringe raus, weil da ist irgendwie ein Erz drin. Muss ja nicht unnötig ablaufen. Ich weiß auch gar nicht, wo wir gerade hinlaufen. Ich glaube, ich würde mal hier hingehen. Hier stehen auch manchmal Mädchens. Vielleicht finden wir ja dann noch was. Aber jetzt zwei Mädchens gefunden, ist ja eigentlich schon mal ganz gut. Ganz gute Rate. Ja, mal gucken, ob wir das VMS switchen. Ich denke schon, weil den Tipp werde ich nicht switchen, da wir die Rüstung haben. Und ja. Oh, immer diese blöden Botter. Die Musik ist, so ein Copyright-Mix. Mache ich ja immer an für die Parts. Nicht, dass die Videos dann noch ohne Ton sind, das war ja dann auch scheiße. Aber wir haben auch noch Knaller, 16 Stück. Entschuldigung fürs Rausfallen. So.
kann man alles verkaufen, gibt zwar nicht wirklich viel Yang, aber ein bisschen was. Und wenn man neu anfängt, kann man alles gebrauchen. Ist ja logisch. Wenn man auf Mädchen kommt, passt, sehe ich gerade, aber brauchen wir ja nicht machen, wenn da Butter sind. Ich denke mal später, so für Island, ab Island, denke ich mal, lohnt sich das dann. Ich weiß ja nicht, bis wie weit die Botter hier farmen gehen. Ja. So, mal Skills an. Total Hauptmann. Oh, was schaffen wir denn? Na, ja, komm mal her. Überlegt. Ich lasse einfach die plus 9er an. Ja, dann schaffen wir. Locker. Locker, locker. Wir haben jetzt schon 92%. Ja gut, mit Experien geht es eigentlich ganz gut. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Pots, wow. Hätte ja schon mal ein Seelenstein sein können. Na komm. Oh wow, sind wir langsam. So Tapferkeitsumhänge wie auf dem Pacer, aber jetzt witzig, sag ich schon. Wäre jetzt ganz gut. Oh, Mädchen, meine. Oh, lass mich durch. Wundert mich, dass der Bot den noch nicht geholt hat. Habe ich eigentlich mitgerechnet, dass der den mir wegschnappt. Ich weiß noch nicht, ob ich auf dem Account reincashen werde. Ich denke eigentlich eher weniger. Weil ich für das Game eigentlich nichts mehr bezahlen will. Aber mal schauen, weil wenn ihr sagt, ihr wollt Daimos sehen, gucke ich, dass ich vielleicht das Zeug eventuell vertausche gegen Daimos-Zeug. Oder wenn ihr sagt, ihr wollt Hybris sehen, dann gucke ich halt, dass ich das Daimos-Zeug vertausche gegen Hybris-Zeug. Oder wenn ihr beides sehen wollt, dann gucke ich halt, dass ich auf beiden Servern spiele. Und ja, weil ich habe halt auch noch Kollegen, die auf Daimos spielen. Und da würde es halt eigentlich einfacher gehen. Oh, der schon wieder. Och, bitte klau mir den jetzt nicht. Bitte. Das Pad finde ich eigentlich auch ganz geil. Hat schon was. Hat zwar nichts von Mädchen mehr, aber sieht so ganz schick aus. Ich habe mir sogar einen grünen Pott rein. Danke. Ja, der macht mir sogar die Bogies. Es gibt sogar nette Menschen auf Medien 2D. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass er mir entlaut. Genauso wie bei dem. Das sind ja schon 29. Noch ein Level, das werde ich dann später noch machen. So, und nach dem nächsten soll es erstmal für den Part gewesen sein. Denkt bitte dran, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von mir wissen wollt, über was ich im nächsten Part reden soll, was euch interessiert und ja. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.